Weil... Boah, alter Verwalter, was ist das hier? Ich gebe kein Gas, eigentlich. Ich sag bloß, da vorne ist ein Unfall passiert. Mach Platz, Leute! Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video Euro Truck Simulator 2. Zu einem heute wirklich wahnsinnigen Schwertransport, der quasi unschaffbar ist, mit dem wunderschönen Mercedes-Benz Arox, wie man hier sehen kann. Wir haben tatsächlich 260 Tonnen hier hinten an Bord mit einem Push-Fahrzeug, was das Ganze nach vorne pusht, denn es ist eigentlich echt unmöglich, das überhaupt zu schaffen. Also nicht nur alleine mit einem LKW, sondern genau wegen dem zweiten LKW. Denn der macht Probleme, der lenkt nicht mit und natürlich beim Rückwärtsfahren klatschen wir irgendwo gegen. Meistens macht der LKW dann hinten aber Probleme. Was ich damit sagen will, quasi herzlich willkommen zu einem weiteren, aber dieses Mal fast schon unmachbaren Transport in Euro Truck Simulator 2. Was natürlich ein Mod ist, das brauche ich glaube ich nicht erwähnen. Aber es ist halt, ne, also die Feuerwehr ist auch schon mit dabei. Was soll man da sagen? Das Ding ist einfach brutal. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Was ist das? Was ist das? Da, schau mal, die Brücke würden wir jetzt abreißen. Wenn das da einen Schaden hätte, ein Schadensmodell, dann würden wir die einfach mal abreißen. Weil glaubt mir, wenn 260 Tonnen dagegen ballern, ups, Vorsicht, dann kann es ganz schön schwierig werden. So, wir geben jetzt aber mal ein bisschen Gas. Die Reichweite im Bordcomputer schwindet nur so dahin. Aber das ist gar nicht das Problem, also Autobahn fahren und so, das ist alles cool. In der Stadt fahren, gar nicht cool. Du kannst ja im echten Leben alles abbauen, kannst einfach die Leitplanken entfernen, die Polizei fährt voraus, etc. Wenn irgendwas im Weg steht, machst du einfach weg. Wow. Ja, und das passiert auch ab und zu, wir machen so ein paar Wheelies, so ungefähr. Und nochmal. Das ist tatsächlich ganz lustig. Wow. Okay, ein bisschen lustig. Genau, also solche Sachen sind dann so ein bisschen normal. Du kannst alles eigentlich entfernen, aber hier geht es halt nicht und das macht uns ein paar Probleme, wie man schon vermuten mag. Weil, boah, alter Verwalter, was ist das hier? Ich gebe kein Gas eigentlich. Ich sag bloß, da vorne ist ein Unfall passiert. Mach Platz, Leute! 260 Tonnen, du. Wenn du nicht von mir weggeschoben werden willst, machst du lieber Platz. Also ein Stauende braucht jetzt nicht kommen. Das wäre ungünstig. Und wo sind wir natürlich? Also, wo ist es denn um 4.39 Uhr hell, beziehungsweise die ganze Nacht schon hell? Natürlich im Norden. Wir müssen nämlich von Lillehammer, nach Lillehammer zu Norsken, sind in Oslo losgedonnert. Aber, da das hier eine etwas höhere Schwierigkeit ist, wie man hier schon vermuten mag, ja, also ganz leicht, ja, habe ich jetzt hier gestartet. Ich gehe schwer davon aus, Leute, dass es das erste ETS 2 Video sein wird, wo wir den Transport nicht vollenden können. Spätestens beim Einparken haben wir keine Chance. Heißt, irgendwann stellen wir das Ding einfach ab und sagen, ohne Misch, ja. Boah, alter Schwede, nicht so schnell in die Kurve. Da kippen wir einfach weg, wir haben vorne zu wenig Gewicht. Aber die Aussicht ist top. Also Leute, ProMods Map hier wieder am Start. Es ist einfach wunderschön. Können wir nicht einfach hier bleiben? Schaut euch das an. Ist es nicht wunderbar? Ja, schon, ne? Also wirklich Hammer, wie die Stadt da schon heißt. Ich find's mega. Hier wäre der nächste Punkt, wo wir normalerweise den Hänger köpfen würden. Ich bin nur gespannt, ob wir das irgendwann mal wirklich tun werden. Das hat wehgetan. Das, weißt du, schwierig, schwierig sowas. So, Lillehammer. Wow, ich hätte mal gesagt, leicht schwindelig ist mir, oder? Was war denn das jetzt bitte? Leichte Schleudertrauma. Im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich sind wir hier etwas. Ja, in der Klemme, ja. Da ist mir die Differentialsperre angemacht. Oh, Alter. Nee, warte. Wir hängen den ab.
wenn es überhaupt gut geht. Ja, du Busfahrer, du, ne? Kollege, du. Du bist mir einer. So. Vorsicht. So. Rückwärtsgang. Also ich gehe mal davon aus. Boah, Alter. Dass das echt eine unmachbare Sache ist. Also der Typ, der den Mod hier gemacht hat, hat natürlich Schadenfreude, ne? Weil es ist echt schwierig, das überhaupt in irgendeiner Art und Weise halbwegs ans Ziel zu bringen. Natürlich ist es aber jetzt auch nicht für so eine Leistung ausgelegt, hier mit 3400 PS im schönen Mercedes. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ja, wer nicht zieht, keine Ahnung. Der hat diese Probleme nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall diesen Mod nicht vorenthalten, weil er halt mal zeigt, was sich manche Leute echt ausgedacht haben, um halt komplett am Ziel vorbeizuschießen und zu übertreiben. Es ist halt wirklich der absolute Riesenwahnsinn, was hier abgeht. Und ich bin echt fast schon erstaunt, dass wir jetzt halbwegs vorangekommen sind. Denn ich kann euch jetzt hier mal ein paar Ausschnitte zeigen, wie frustrierend es sein kann, mit diesem Hänger überhaupt losfahren zu wollen. Bloß, wir müssen aufpassen, weil wir müssen gucken, dass hinten die Achse nicht zu stark mitlenkt, weil sonst passiert genau das, wie man sehen kann. Der hinten datscht dagegen und das kann uns dann echt Probleme machen. Deswegen, wir fahren jetzt möglichst eng dann und... Ja, jetzt haben wir schon ein Problem. Jetzt komme ich schon nicht weiter. Differential. Ob das überhaupt geht, ist die Frage. Ob das in irgendeiner Art und Weise möglich ist, weil ich sehe das Ding jetzt schon rumhupfen. Wenn nicht, müssen wir natürlich ein bisschen improvisieren, weil, Leute, das ist nicht normal. Schaut euch das hier mal an. Wie sollen wir hier überhaupt rauskommen? Das ist quasi hier gar nicht möglich, überhaupt irgendwie rauszukommen, weil wir haben ja mehr als Überlänge. Okay, ja, wir probieren es jetzt mal irgendwie. Ja, ich hänge ihn jetzt mal an. Boah, Alter. Was? Was? Und jetzt? Was jetzt? Hallo? Hallo, ich muss hier raus. Und ich denke, jetzt seht ihr, was ich meine. Also, es ist quasi fast unmöglich, mit dem Hänger zu starten. Dann gibt es Punkte, wo du einfach nicht vorbeikommen kannst. Das heißt, jetzt der Kreisverkehr da könnte schon wieder das Aus für uns bedeuten. Ich versuche das jetzt hier mal schlau umzusetzen. Wie wir wissen, wegen dem anderen hier, mach mal Platz da, Schild. So, oh Gott, okay, warte mal. Das kann jetzt echt in die Hose gehen. So, glaube ich, müsste gehen. Soweit es geht, raus. Ah, da ist das Schild. Vorsicht. Das klappt, Leute. Das klappt. Ja, Wahnsinn. Ui. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Leute. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das wirklich hinbekomme, durch den Kreisverkehr zu kommen. Ja, aber spätestens beim Einparken ist es unmöglich. Also, wie willst du mit dem Ding überhaupt rangieren? Sobald du rückwärts fährst, klappst du hinten quasi den Mercedes weg. Oh. Ja. Oder du kommst halt gar nicht an. Option Nummer 2. Hallo? Motor? Geht's dir gut? Ja. Okay. Ja. Was soll man dazu bloß sagen, ne? Außer Halleluja. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch 35 Kilometer. Aber eins kann man mir heute nicht sagen, dass ich zu schnell fahre, ja? Normalerweise fahren wir immer ein bisschen flott. Heute eher nicht. Und ich hätte gesagt, wir genießen jetzt noch ein bisschen die wunderschöne Aussicht und schauen uns gleich an, ob wir überhaupt das Teil irgendwo einparken oder einfach nur abstellen können. Truth in your eyes.
Also die Personen halten sogar an in den Autos und versuchen, oder mein Schild wieder mitgenommen, quasi stehen zu bleiben, wenn wir einfach entgegenkommen und den hier machen. Voll lustig. Zucken richtig zusammen. Aber ganz ehrlich, also das sollte man ja sehen normalerweise. Warte mal, bevor wir jetzt da reinfahren. Okay, da könnten wir einfach über das Feld, das ist cool. Und dann darüber. Ja, das sieht man, also bitte. Da sieht man einen. Ah, Polizei. Schau mal. Die Polizei. Ja, grüß dich. Politi. Wir fahren hier Passats, also. Schöne Autos. Gut, wir fahren einfach mal. Wir müssen, wie gesagt, das, eigentlich musst du hier umgekehrt denken. Weil der lenkt quasi stark ein und schert übel aus dann. Wenn wir hier merken. Ja, ich nehme das Schild mit. Grüß dich. Ja, Entschuldigung, Bus, mach mal Platz da. Wir müssen da vorbei, das ist leider jetzt gerade echt blöd für dich, aber wir haben halt keine Wahl, ne? Wir können nicht anders. So, und wir müssen jetzt gleich gucken, dass wir da überhaupt reinkommen. Heißt, ein Stückchen übers Feld. Wow, wenn möglich. Wow, alter Verwalter, ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, ja, ja. Wir haben es gleich geschafft, du. Wir haben es gleich geschafft, Leute. So. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Sorry, bin gerade in Eile. Oder wo soll ich ihn parken? Wir sind jetzt echt zu verrückt und drücken, wo soll ich ihn parken? Also, ich glaube aber, es ist hier. Uiuiui, uiuiui. Hallo, hallo, Entschuldigung, ich muss da rein. Wir machen die Differentialsperre an. Vielleicht kommen wir damit voran. Nein, lass mich nicht im Stich. Komm, gib alles. Wir probieren rückwärts zu fahren, aber da wird uns sicher der LKW wieder hin. Nicht richtig drehen. Oder wir kommen gar nicht voran. Leute, was ist das hier? Boah, jetzt. Okay. Boah. Alter. Krass. Okay, jetzt probieren wir es mal. Mit Anlauf, mit Anlauf. Komm. Komm, 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 komm. Vollgas, Vollgas, jetzt Vollgas. Wir ziehen ihn einfach mit übers Feld. Ja, was ist das denn, Leute? Ist das der Wahnsinn? Ist das einfach krass? Ja, und kriegen wir das jetzt hier irgendwie eigentlich abgeliefert, oder? Wir werden müde, ja, ich glaube, dass wir müde werden. Weil das ist wirklich nicht normal, was hier abgeht. Ja, und jetzt macht er auch noch Zicken, oder was, beim Einparken. Das ist ja ein Unding. Kann ja nicht wahr sein. Der hat ja gar keine Moral, der Hänger. Oh. Na komm jetzt. Jawohl. Also, es ist echt übel krass, was hier abgeht. Das geht eigentlich gar nicht, was hier gerade passiert. So. Wir müssen ihn jetzt irgendwie versuchen, dort reinzukriegen in die Glücke. Und jetzt seht ihr, was ich meine, wenn der Probleme macht. Der hat sich einfach, ne, die Stange quasi zu ihm an die Front hat sich gedreht und er kann nicht lenken. Heißt, wir hängen jetzt hier so fest. Oder wir würden hier so festhängen, normalerweise. Es ist halt. Wie sollen wir das jetzt hier überhaupt abstellen? Das ist gar nicht möglich. Da, ich stelle es jetzt einfach hier auf dem Hof. Hat ja keinen Sinn. Leute, also man muss sich da wirklich für Sorry bin alle entscheiden. Sonst packt man das nicht. Aber immerhin. Also wir haben es ja bis zum Zielort geschafft. Wir kommen jetzt halt hier nicht mehr weg, ne? Und derjenige, der das Ding abladen muss, der hat viel Spaß wahrscheinlich. Und da wäre der schöne Anhänger. In der Parklücke, so ja, zu 90%. Eigentlich ein Unding. Wirklich ein Unding und ein Wahnsinn von dem, der das gebaut hat, muss man ehrlich sagen. 606 Liter auf 188 Kilometer verbraucht. Gediegene Euro 0 Zertifizierung haben wir hiermit erlangt. Sehr viel EP, sehr, sehr viel Abzug, sehr, sehr wenig Geld dafür eigentlich.
Aber es ist halt echt der Wahnsinn. Also, Leute, es geht einfach gar nicht mit diesem Ding überhaupt irgendwie zu fahren. Gar nicht. Es ist eigentlich unmöglich. Vor allem, die müssen jetzt auf dem ganzen Weg von Oslo nach Lillehammer komplett neue Schilder aufstellen, weil wir einfach alle mal ja, weggeräumt haben. Es ist wirklich eine Herausforderung, die seinesgleichen sucht. Ich habe euch natürlich alles in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr wirklich so verrückt seid und es mal wirklich ausprobieren wollt. Ich kann es euch nicht empfehlen. Sage ich, wie es ist. Wer es trotzdem probieren will, ich wünsche viel Spaß. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like und natürlich ein Abo freuen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Ding haltet, wie es so bei euch angekommen ist. Und ob diese Schildaufstellungen, die neuen, nicht gut sind, ne? Also ich finde sie super. In diesem Sinne, Leute, ich stelle jetzt mal ein paar Schilder auf. Genial. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.